Servus zusammen, wir wandern heute durch das Rhontal hinauf zur Rappenklammspitze. Wir befinden uns mal wieder im Karwendel, kommen hier nördlich vom Silbensteinspeicher her und parken dann in Hinterriss. Von dort aus können wir dann hier eben diesen Forstweg entlang gehen, durch einen ziemlich langen Wald, kommen dann durchs Rhontal an der Rhontalalm vorbei und gehen dann rechts in Serpentin in den Berg hoch. Oben angekommen sehen wir dann die Rappenklammspitze. Hier kommt man ungefähr hier bis zum Einstieg relativ gut ohne Probleme hin. Danach wird es allerdings etwas risikoreich und wir sind tatsächlich nicht ganz bis zur Spitze gegangen, aber mehr werdet ihr dann im Video sehen. So, servus zusammen. Ich mache mal wieder mit einem Kumpel eine Wanderung. Wir gehen auf die Rappenklammspitze. Das ist wieder in der Eng hinten. Das heißt, wir haben jetzt wieder bei Hinterriss geparkt. Ihr kennt ja vielleicht noch das Video von der Torscharte damals. Das ist da in der Nähe. Und es ist jetzt schon, glaube ich, 22 Grad war es. Mhm. Ziemlich heiß auf jeden Fall. Es wird später angeblich bis zu 36, 37 Grad. Und ja, dann schauen wir mal, wie es wird. Und wie ihr vielleicht schon seht, das ist das erste Mal, dass ich mit einer GoPro aufnehme. Habe ich mir jetzt besorgt. Und jetzt schauen wir einfach einmal, ob das besser ist als mit Handy und Gimbal. Jetzt gehen wir erst einmal einen Forstweg entlang. Einige Kilometer schön zum Aufwärmen. Und dann schauen wir weiter. Ja, jetzt sind wir den Forstweg zum Aufwärmen entlang gegangen, natürlich ohne Pause. Und ganz rechts oben hinten, da seht ihr schon die Rappenklammspitze. Das ist unser Ziel. Jetzt gehen wir halt erst einmal das ganze Rhontal entlang, kommen dann noch an so einer Alm vorbei. Dann müssen wir da rechts hochsteigen. Herrlich. Ja, im Kühn ist natürlich auch zu heiß. Sind alle im Schatten hier. Aber hier haben sie es schön. Mhm. Ach, das ist nicht mal abgezäunt, die können auch auf dem Weg überall hingehen. Das war ja der Zaun vorhin, wo wir waren. Stimmt, stimmt. Ja, die haben es ja schön, die haben ein Riesengebiet zum Rumstravanzen hier. Okay. Da sind wir kurz vom Tal eigentlich. Ja. Und das Ziel sieht man schon, ich glaube, da brauchen wir gar nicht so lange, bis wir da oben sind. So, 3 Stunden. Sommer schlägt schon zu, alles ausgetrocknet. Ah, ein paar Pfützen sind da. Mhm. Aber es wird auch schon langsam uns immer heißer und heißer. Und langsam sehen wir die ersten richtigen Karwendelgipfel. Weiß gar nicht, was das für einer ist. Könnte die Vogelkarspitze sein. Schaue ich dann später noch einmal nach. Oder die östliche Karwendelspitze. Und jetzt kommen wir zur Rhontalalm. Einfach so geil aus. Absolut herrlich hier. Hier sehen wir schon das Schild, Rappenklammspitze, 2 Stunden braucht man da eben hoch. Der Weg ist jetzt nicht so eindeutig, man muss anscheinend hier irgendwie rüber über die Felder und dann den Grat hoch. Ah, da sehe ich einen Wanderer oben. Da geht jemand. Das heißt, wir müssen dahinter an die Baumgrenze. Ja, dann suchen wir den Weg jetzt erst einmal. Jetzt gehen wir durch den ausgetrockneten Bach hier durch und suchen dann drüben unseren Weg. Diesmal hoffentlich zeckenfrei.
Nicht so wie bei der letzten Wanderung am Hirschberg. Ah, Wasser. Hast du Durst? Ah, na. Nicht? Das ist mir zu. Schau. Frisches Alpenwasser. Ja, weiß ich jetzt nicht. Nee, muss nicht sein. Also, wir haben nachgeschaut. Links, das ist der Torkopf natürlich. Dann kommt die östliche Karwendelspitze. Das ist der prominente Berg hier. Und rechts ist dann die Vogelkarspitze. Da kann man auch von der anderen Seite her hochgehen. Aber das werden wir dann erst machen, wenn wir ein bisschen erfahrener sind. Ansonsten einfach fantastisch hier die Aussicht mit den Kühen und so weiter. Und wir müssen jetzt tatsächlich hier hochgehen. Da sind uns gerade zwei Damen entgegengekommen. Und dann geht es da ja, den Berg auf. Ja, mit Blick auf die östliche Karwendelspitze gehen wir jetzt hier die Serpentinen hoch. Das ist ein relativ gut ausgebauter Weg, also überhaupt kein Problem. Braucht halt nur die entsprechende Puste dazu. Und natürlich, heute ist es sau heiß. Jetzt haben wir dann bald die erste Flasche ausgetrunken. Hoffentlich reicht uns das dann insgesamt. Aber mehr als 2 Liter mitschleppen ist halt dann auch wieder so eine Sache. Hier in Schatten. Mal kurz hier diese gesamten roten Tiere hier aufnehmen. Was ist denn das? Ich hoffe, dass es scharf stellt. Also es ist wirklich übel heiß hier hoch zu gehen. Wir sind dauerhaft in der prallen Sonne. Es öffnet sich langsam so eine kleine Hochebene. Ja, direkt vor uns ist eine Wolke, genau. Die zieht hoffentlich zu uns. Oh ja, sie zieht wirklich zu uns. Perfekt. So, die Aussicht wird immer geiler. Und da oben sieht man schon die Spitzen. Aber die Sonne brät uns einfach durch. Gut, nach einer kurzen Pause im Schatten werden wir jetzt hier die Wiesen hochgehen und dann rüber zur Rappenklammspitze. Wir haben jetzt schon ein paar Wanderer getroffen und befragt und die haben gemeint, das ist leider schon sehr bröselig und steil und ausgesetzt eben, obwohl es jetzt gar nicht so schlimm ausschaut von unten. Aber jetzt schauen wir erst einmal hin und dann überlegen wir, ob wir wirklich hochsteigen oder ob wir es vielleicht lieber nicht riskieren. Ich hoffe echt, dass die GoPro schöne, stabile Aufnahmen macht. Aber die ersten Tests haben gezeigt, dass es wirklich eine super Kamera ist. Besser als Handy mit Gimbal. Wahnsinnsaussicht einfach. Hier im Schatten vom Karwendel. Es ist einfach nur herrlich. Ja, hier oben geht es so ein bisschen auf und ab. Aber weitaus leichter als die Serpentinen. Ein bisschen durch die Latschen durch. Und dann sehen wir endlich die Spitze bald. Ich bin schon ganz gespannt, wie das ist. Noch mal ein bisschen steil, felsig zwischen die Latschen, aber kein Problem.
Dann geht es ein bisschen wurzelig weiter hier. Ein paar Meter noch, dann sind wir da. So, von da sind wir hergekommen jetzt. Und jetzt müssen wir hier rechts abbiegen. Man sieht schon den stolzen Fels im Hintergrund. Ja, jetzt wird es doch ein bisschen steiler, wenn man so näher rankommt. Das ist auch nicht, du Kletterer. Weil ich Klettern ja eigentlich mag. Aber nur, wenn es nicht so riskant ist. Ein bisschen schattig leider gerade. Aber jetzt kommen wir ins richtig steile Gebiet bald. Hätte ich mir vielleicht noch mal so einen Brustgurt umlegen zum Aufnehmen. Da sieht man schön einen Schafreiter im Hintergrund. Wir nähern uns der Rappenklammspitze. Dann schauen wir mal, wie ausgesetzt das Ganze wirklich ist. Schön, da hinten ist das. Die andere Karwendelspitze. Oh ja, da sehe ich schon, sehr bröselig. Da haben sie recht gehabt. Ja, also man kommt hier relativ steil und bröselig hoch. Haben jetzt kurz eine Pause gemacht und ein paar Aufnahmen. Und dann müsste man jetzt hier hochsteigen. Das sieht jetzt natürlich schon sehr gefährlich aus. Jetzt gehe ich erst einmal nur den Grat entlang. Aber uns haben eben einige davon abgeraten, ganz hoch zu steigen, weil es doch sehr ausgesetzt ist, sehr bröselig und überhaupt keine Drahtseilversicherung oder ähnliches. Deswegen gehe ich jetzt erst einmal nur zum Einstieg zumindest. Ah ja, ich sehe schon. Also man müsste dann da rechts hoch. Vielleicht könnte ich es mal probieren. Drüben sieht man die Säuernspitz ganz schön. Und hier die ganzen Felsen. Aber man könnte halt auch hier links runterstürzen. Das ist das Problem. Ich überlege mal kurz. Also, man muss tatsächlich nicht hier links rum, man könnte hier rechts um die Rinne herum und dann da hochsteigen. Tatsächlich muss ich aber sagen, ich bin noch ein zu großer Anfänger, als dass ich jetzt hier was riskieren möchte, wenn mich schon die Leute warnen und das wirklich so bröselig ist. Ja, leider nicht die Rappenklammspitze bezwungen, mache ich vielleicht irgendwann anders noch einmal. Ja, da hinten sehen wir ganz rechts einen Wörner. Linke Hand das Spitzige, das ist die Raffelspitze, dann eben Vogelkarspitze, östliche Karwendelspitze, Torscharte und Torkopf. Das dahinter ist, glaube ich, die Falkengruppe und dann eben verschiedene Berge im Hintergrund, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Schafreuter und ganz hinten Sporneck. Ja, wir gehen jetzt wieder den gleichen Weg hier runter, da würde jetzt nichts Aufregendes mehr passieren. Wir sind am Absteigen weiterhin. Ja, dann wollte ich ja mal eine kleine Bewertung der Wanderung abgeben. Also es ist relativ leicht, würde ich sagen. Anfangs eben der Forstweg, da kann man sich gut aufwärmen.
Dann kommt man hier die Serpentinen hoch. Das ist aber für jeden, der ein bisschen sportlich ist, ganz leicht machbar. Und dann weiter oben, da haben wir eben wirklich die schöne Rappenklammspitze mit den ganzen Felsen und so weiter. Da kann man dann auch länger Pause machen, weil der Ausblick auf die ganzen Karwendelgipfel, der ist halt einfach genial. Nur die Spitze an sich zu erklimmen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist steil, es ist bröselig. Man kann es schon schaffen, wenn man aufpasst. Aber wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, also uns hat es wirklich gut gefallen, gell? Ja. Kann man nochmal machen oder vielleicht mal in der Nähe den Torkopf besteigen oder sowas. Und ja, der restliche Weg ist jetzt das gleiche nochmal. Deswegen sagen wir jetzt erst einmal Servus. Lassen wir mal kurz vorbei. Ich glaube, ich gehe lieber links. Oh, da ist ja noch eine. Oh. Weiß ich nicht, dass sie ausschlägt. Das ist echt groß. Geh, feine bist. Ich habe keine Angst vor Kühen.